Die sechs Kräfte, die deinen Charakter formen. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video wollen wir uns mal anschauen, wodurch unser Charakter, das heißt er übersetzt aus dem Griechischen nichts anderes als Prägung oder Prägestempel, entsteht. Also man könnte auch sagen, wie das Leben uns sozusagen zu dem formt, was wir dann als unsere Persönlichkeit bezeichnen. Manche sagen auch, es geht um die moralisch relevanten Eigenschaften in uns, die wir letztendlich dann auch haben, um die Situationen, die wir im Leben erleben, zu bewerten nach bestimmten Wertemaßstäben. So, schauen wir uns das also mal an. Sechs Kräfte habe ich jetzt mal rausgesucht. Die erste wichtige Kraft, die uns formt zu dem, was wir nachher werden, das ist quasi unsere Konstitution und quasi auch unsere Genetik. Das, was angeboren ist, weil letztendlich wird unser Geschlecht natürlich auf diese Art und Weise festgelegt, sprich Männlein, Weiblein, junge Mädchen. Aber auch zum Beispiel, ob wir von der Veranlagung her, vom Körperbau her vielleicht in der Lage sind, später mal Marathonläufer zu werden oder vielleicht doch eher Gewichtheber. Ja? Also man kann natürlich sehen, das eine schließt das andere im Prinzip aus. Wenn man jetzt also Weltniveau anstrebt, dann kann man natürlich nicht mit einem Körper eines Gewichthebers Weltrekorde Marathon laufen und umgekehrt auch nicht. Also das heißt, alleine schon durch diese Konstitution, auch durch das Geschlecht, was wir bekommen vom Leben, sind wir quasi schon in gewisser Weise festgelegt. So, das ist der erste Punkt. Die zweite wichtige Formkraft oder Prägekraft, die uns zu dem macht, was wir sind, das sind die familiären Umstände und letztendlich das nahe Umfeld, in dem wir uns bewegen. Also die Frage, sind wir ein Einzelkind oder haben wir Geschwister? Sind wir ein Scheidungskind oder sind wir in einer Großfamilie, die glücklich auch war und harmonisch und stabil aufgewachsen? Ja? Oder auch die Wohnverhältnisse, in denen wir uns befinden, also sprich, haben wir auch in der Stadt gelebt, in einer kleinen Wohnung oder irgendwo auf dem Land, auf einem großen alten Bauernhof vielleicht, wo einfach immer viel Natur drumherum war. Auch das prägt uns letztendlich und macht uns nachher zu dem, was wir sind, weil natürlich ein Mensch, der, sag ich mal, mehr so das Ländliche erfahren hat, möglicherweise auch in seinem Denken ein bisschen lockerer ist, sag ich, ein bisschen erweiterter ist, ein bisschen größer, in größeren, sag ich mal, Maßstäben auch denkt, als jemand, der einfach nur in einer Zwei-Zimmer-Wohnung in einer Großstadt irgendwo in so einem Wohnsilo aufgewachsen ist und einfach nur wirklich so ganz kleinen Wohnraum zur Verfügung hatte, der natürlich sich dann auch im Denken, in der Wahrnehmung der Umwelt widerspiegelt letztendlich. Also kleines Denken, kleiner Rahmen oder eben in einem ländlichen Raum großes Denken. Dann haben wir den dritten wichtige Kraft und das ist, sage ich mal, sind die gesellschaftlichen Verhältnisse, das ist quasi der große Rahmen, in dem wir uns alle befinden. Und da ist natürlich ganz klar die Frage, leben wir in einem Land, wo die politischen, wirtschaftlichen Verhältnisse mehr oder weniger stabil sind oder befinde ich mich in einem Krisengebiet, wo ständig Krieg ist, Unruhen und das hat natürlich prägende Einflüsse, ganz klar. Und genauso aber haben auch das Ausbildungs- und Schulsystem natürlich auch einen Einfluss. Ja? Also je nachdem, gibt es eine Schulpflicht oder kann man zu Hause erzogen werden oder eben wie ist das Schulsystem, wie ist es aufgebaut und so weiter. Das hat natürlich gerade in den prägenden Jahren, also wenn ein junger Mensch hierher auf die Erde kommt, sage ich mal so, und hier sich in diese Gesellschaft einordnet, dann lernt er quasi die Geflogenheiten. Und ich bin der Meinung, dass unser heutiges Schulsystem, so wie wir es heute haben, natürlich schon längst überholt ist. Es ist im Grunde immer noch ein Überbleibsel aus dem 19. Jahrhundert. Wir sind jetzt im 21. Jahrhundert und letztendlich im Grunde eigentlich eine Beleidigung für die Vernunft und den Intellekt eines Menschen, weil ein Mensch hat ja ein wesentlich größeres Potenzial und das heutige Schulsystem, so wie ich es auch noch kennengelernt habe, wird dem überhaupt nicht gerecht. Ja. Ein weiterer wichtiger Rahmen, in dem wir uns natürlich bewegen, ist das Geldsystem, weil das Geldsystem gibt quasi den Rahmen vor. Und man könnte auch sagen, wie schnell oder langsam wir uns im jeweiligen Hamsterrad bewegen müssen. Weil durch das Geldsystem, wie wir es haben, also ein zinsbasiertes Schuldgeldsystem, ist quasi ein sogenannter induzierter Wachstumszwang in diesem System mit drin. Das heißt, jedes Jahr muss mehr produziert werden, es muss optimiert werden, es muss wirtschaftlicher werden, es muss sehr rational alles betrachtet werden, Zahlen, Daten, Fakten werden quasi herangezogen. Und das prägt natürlich auch die Menschen, die in so einer Weise, in so einem System sich befinden. Das heißt, diese Denkweise, die dieses System vorgibt, wird natürlich auch auf die Kinder, auf die weiteren Generationen übertragen. Okay, dann kommen wir zum vierten wichtigen Kraft, die uns formt. Das ist letztendlich das Bildungsniveau und auch unser persönliches Wissen. Und das sind letztendlich einerseits selbstgemachte Erfahrungen, aber es ist auch theoretisches und praktisches Wissen, was wir uns angeeignet haben durch die Schule, aber eben auch durch bestimmte Umstände, in denen wir uns befunden haben, wo wir dann quasi auch Fertigkeiten, Fähigkeiten entwickelt haben. Ja? Also motorische Fähigkeiten, intellektuelle Fähigkeiten, ob wir vielleicht ein Musikinstrument gelernt haben
oder eine zweite Sprache oder eine dritte Sprache oder was auch immer, oder künstlerisch uns ausgedrückt haben. Ja? Also unterschiedlichste Dinge, die wir quasi uns angeeignet haben durch das Leben. Dazu gehört später natürlich auch, wenn wir, sag mal, ausgewachsen sind, die Berufsausbildung, also die Berufswahl und die Ausbildung, das Ausbildungssystem oder es ist ein Studium. Auch das hat natürlich prägenden Einfluss auf uns. Und, aber ich sag mal so, die entscheidenden Jahre sind natürlich die Jahre, wo wir als Kind heranreifen, mit der Pubertät natürlich zusammen, weil da wird letztendlich der Charakter für das gesamte Leben geprägt. So, dann haben wir noch den fünften Faktor oder die fünfte Kraft, die uns prägt. Das ist letztendlich der eigene Lebensweg, den wir gehen. Also wir kriegen eine ganze Menge Einflüsse durch das Leben, wenn wir hierher kommen, mit. Aber letztendlich machen wir dadurch auch natürlich eigene Erfahrungen. Und diese selbstgemachten Erfahrungen sind natürlich das, was uns zu dem macht, was wir wirklich sind. So frei nach dem Motto, aus den eigenen Erfahrungen wird man klug. Ja? Und man weiß ja auch, wenn man Kindern versucht, was beizubringen, bringt es nichts, nur darüber zu reden. Entweder lebt man es vor oder man lässt das Kind die eigene Erfahrung machen, damit es für sich selber dann auch, sage ich mal, die Gewissheit hat. Weil reden kann man lange und viel, aber wenn man es einmal erlebt hat mit seinem ganzen Wesen, dann ist es meistens auch für immer und ewig, sage ich mal, abgespeichert. Das heißt aber auch, bei diesem Punkt geht es darum, wie gehe ich mit den Niederlagen, mit den Tiefschlägen des Lebens um. Ja, wenn ich jetzt jemand bin, der vielleicht früh die Eltern verloren hat oder die geliebte Person oder was auch immer. Ja, wie gehe ich damit um? Wie verarbeite ich das? Wie kann ich sozusagen noch normal im Leben teilhaben, wenn mir so etwas Schwerwiegendes, Schlimmes passiert ist? Ja, auch das sind Einflüsse, die natürlich hier unseren Charakter später als Erwachsenen dann herausgebildet haben oder zu dem geformt haben, wie er dann noch ist. So. Und abschließend haben wir noch die sechste Wirkkraft, die uns prägt. Und das ist letztendlich, sage ich mal so, eigentlich fast die wichtigste, weil das ist unser inneres Wesen. Also das Wesen, was diesen Körper hier für eine bestimmte Zeit bewohnt. Und der Plan, den dieses Wesen sich selbst gegeben hat, also sprich der Lebensplan. Wir befinden uns ja in einem Kosmos, Kosmos aus dem griechischen Ordnung. Das heißt, es gibt hier offensichtlich einen Plan und es gibt Gesetzmäßigkeiten. Und wenn ich mir dessen wieder bewusst werde, auch im Strudel des Alltags, in der Hektik des Alltags, dass es tatsächlich so eine Art übergeordneten Masterplan gibt, wo ich mich als Einzelwesen natürlich genauso drin befinde wie alle anderen, und mir dessen wieder bewusst werde, bekomme ich natürlich auch eine sehr starke innere Führung, eine sehr starke Anbindung und natürlich ein sehr starkes Urvertrauen ins Leben. Also dieses tiefe Sicherheitsgefühl, was mich letztendlich gegen irrationale Ängste regelrecht immun macht. Und das ist bei vielen Menschen leider nicht gegeben. Deswegen sind auch viele Menschen, sage ich mal, heute sehr ängstlich und dadurch leicht auch manipulierbar. Ein Mensch, der sich seines wahren Wesens voll bewusst ist, der ruht in sich. Der hat in sich selbst den Ruhepol gefunden, was ja auch alle Weisheitslehren dieser Welt sagen. Die Wahrheit findest du nur in dir selber und das ist dann genau mit gemeint. Wenn du dich also selber kennst, also den Prozess der Selbsterkenntnis hier bei dir vollendet hast, dann bist du natürlich aus einer ganz anderen Quelle heraus auf das Leben eingestellt. Du bist ganz anders motiviert aus deinem Wesen heraus. Du weißt genau, was du zu machen hast. Du hast quasi dieses intuitive Gefühl, wenn du Entscheidungen treffen musst, die für dein Leben relevant sind. Das kommt alles aus diesem inneren Wesen heraus. Und das ist, sage ich mal, deswegen mit der wichtigste Punkt. Die anderen Einflüsse sind all das, was sozusagen auf uns wirkt, wenn wir hier in dieses Leben eingetreten sind. Aber das, was aus diesem Inneren herauskommt, ist etwas, was quasi dieses eine Leben, diese Inkarnation sozusagen überdauert. Ja? Okay, das waren jetzt also mal schnell zusammengefasst die aus meiner Sicht wichtigsten sechs Kräfte, die uns zu dem machen, was wir nachher sind. Wenn du das Video interessant fandest und auch für dich da, sag ich mal, Inspiration rausnehmen konntest, dann freue ich mich ganz wirklich riesig, sag ich mal so, wenn du mir einen Daumen dafür gibst, nach oben. Du kannst dieses Video genauso auch liken, wenn du es auf Facebook gesehen hast. Wenn du meinst, das könnte auch für deine Freunde, Bekannten, auch Verwandte irgendwo interessant sein, dass sie auch mal ein paar Impulse bekommen, über diese Dinge mal für sich selber nachzudenken, dann teile dieses Video auch gerne mit ihnen und schreib mir natürlich auch unterhalb von diesem Video gerne deine Gedanken zu diesem Thema. Und wenn du mehr solcher Videos erfahren möchtest von mir, dann abonniere meinen Kanal, denn dann bekommst du regelmäßig Info darüber, wenn wieder neue Videos meinerseits hochgeladen sind. Wir sehen uns also in weiteren Videolektionen. Ich wünsche dir bis dahin alles Gute und vor allem bleib gesund.